Warte mal, du siehst genau aus wie vor 30 Jahren, Diggi. Ich glaube, die Musik hält uns jung. Das ist ja bei Ja, dir nicht anders. gut. Es ist mir eine große Freude, dich heute im Uptowns Finest Podcast zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Gentleman. Vielen Dank. Ist mir auch eine Freude, dich mal wiederzusehen nach all den Jahren. Ja, Mann, it's been a long time auf jeden Fall. Wie Yes. geht's dir? Wie geht's dir aktuell? Warte mal, da ruft jemand an. Naja. Wie es mir geht? Gut im Moment. Also, ich habe viel im Studio gearbeitet. Ich arbeite auch gerade wieder an englischen Songs. Okay. Und ich war lang nicht so lange an einem Stück in Köln, weißt du? So, das hatte auch irgendwie was. Naja, Auf einmal ist glaube so ich. Raum Das da für Sachen, für die vorher kein Raum war. hat seine Vorteile sozusagen. Ja, absolut. Du hast jetzt gerade aktuell dein neues Album Blaue Stunde rausgebracht und wie ich in einigen anderen Interviews erfahren habe, war es für dich ein bisschen ein schwierigeres Album als sonst, hast dich schwerer getan als sonst und weil es dein erstes Release auf Deutsch ist, wie groß ist die Erleichterung, dass das jetzt draußen und released ist? Ja, groß. Also ich habe wirklich auch schlecht geschlafen. Ich glaube, seit Release schlafe ich so einen Tacken besser. So. Aber ja, das war einfach ein tierisch langer Prozess, so, den ich am Anfang echt unterschätzt habe. Und weißt, der so durchsiebt war auch von Zweifeln irgendwie und von Sachen wieder wegwerfen, die man irgendwie am Anfang gefeiert hat. Und an einem Tag alles super geil finden und am nächsten irgendwie alles in Frage stellen und so. Und das war echt. Da war ganz schön viel Mindfuck so und von dem Aspekt bin ich auf jeden Fall erleichtert. Und vor allen Dingen auch zu sehen, so, dass das Feedback, das ist echt, das macht, das gibt Motivation, so, weißt du, das gibt irgendwie Kraft und so, ich habe den Eindruck, die Leute fühlen das so. Ja, Und das das ist war ja ja. auch, wenn, weißt du, wenn so 60% das gefeiert hätten und 40 fänden es kacke, dann hätte ich mit leben können. Aber ich glaube so, das ist so, ich treffe so viele Nerven. Weißt du, so auf Ja. verschiedenen Ebenen damit so. Und das war so auch vielleicht unbewusst so ein bisschen auch das Ziel. Das habe ich mich auch gefragt. Also, wie jetzt so, was ist das Album? Es ist eine Woche draußen. Wie so das erste Feedback war. Ich glaube, für viele sind die Texte einfach noch mal jetzt, also gerade im deutschen Raum, der einfach greifbarer. Gab es da ein Feedback, was dich irgendwie überrascht hat, dass du damit Leute touchst mit deinen Also Songs? generell ist es so, dass die Leute viel mehr auf die Texte eingehen in den Kommentaren, als das bei den englischen Sachen der Fall war. So. Und was halt auch sich echt cool anfühlt, ist, dass auch so Leute aus Costa Rica oder aus Kalifornien oder aus Jamaica schreiben und sagen, hey, we don't understand the lyrics, but we feel the vibe. So. Weißt du, Ja. das war ja auch so ein Punkt, den ich irgendwie, oder ein Gedanke, der mich immer begleitet hat. So. Was ist so dann mit der International Community? Und deswegen ist es mir auch wichtig, immer auch zu kommunizieren, dass ich jetzt nicht nur ausschließlich auf Deutsch singe, sondern ich werde auch weiter meine englischen Sachen machen. So. Und es war einfach so ein Herzenswunsch von mir, das mal zu machen. So ein Album auf Deutsch. Und es gab ultra viele Demos, so. 16 Songs sind jetzt auf dem Album und die kann ich echt jetzt mit gutem Gewissen loslassen. Und hab so zu jedem Tune eine emotionale Verbindung. Weißt du, das ist so. Ich sag's bei jedem Album, das ist das Persönlichste, Aber aber ist es das ist auch, das oder? Persönlichste. Ist es doch auch, ja. Wenn mir auch jemand gesagt hätte vor ein paar Jahren, dass irgendwie Gentleman auf Deutsch ein Album macht, wäre ich wahrscheinlich skeptisch gewesen. Aber ich finde es krass, wie gut das funktioniert. Und das hast du ja auch irgendwo schon ein paar Mal erzählt, dass das eben durch den Prozess, wie ihr da vorgegangen seid, dass du so auf Englisch erstmal oder Patois Toplines gesungen hast, die ihr dann versucht habt, mit deutschen Worten zu besetzen. Das war, glaube ich, die Schwierigkeit an diesem Album, ne? Ja, nicht die Schwierigkeit, sondern das war nachher die Lösung. Oder so So, rum, ja. nachdem man viele Schwierigkeiten durchlebt hat, so, weißt du? Das war eigentlich am Ende so der Vibe, wo wir alle gemerkt haben, okay, so funktioniert das so. Und so fühlt sich das für mich nah dran an. Und das hat irgendwie, da ist immer noch Gentleman drin. Und vorher haben wir so Sachen ausprobiert und es waren alles schöne Songs, aber irgendwie wären die auch austauschbar gewesen. Die hätte irgendwie jeder singen können, so, weißt du? Da fehlte einfach, finde ich, so meine DNA. So. Und das manchmal braucht es ja auch leider im Leben so die Erfahrung zu wissen, das ist es nicht, so, weißt du, bevor man weiß, was man machen will. So. Verstehe. Also ich bin viele Stationen durchlaufen, sagen wir es mal so. Du hast auf dem Album auch wieder viele Berührungspunkte mit Deutschrap-Artists oder Deutschrap-Künstlern. Und hast du verfolgt, dass gerade im Deutschrap oder im Hip-Hop allgemein
Dancehall, Afrobeat und Reggae wieder eine größere Rolle spielt seit den letzten Jahren. Also Deutschland kann man irgendwie mit Palmaus Plastik oder Trettmann die ganzen Sachen nehmen oder auch international mit Major Lazer. Ja, was heißt eine größere Rolle? Ich glaube, vielleicht sogar die größte so ja, genau. bis jetzt. Ja. So, weißt du, wenn man so guckt, irgendwie, dass auch ein Justin Bieber irgendwie auf Dancehall-Rhythms voiced so, und eine Rihanna ein genau. Non-Job-Album macht und so eine Beyoncé auch irgendwie ein Steppers-Beat benutzt und so, ich finde, es fehlt immer so ein bisschen auch die Appreciation, so, wo kommt denn das eigentlich alles her, weißt du, das gab ja mal eine Zeit, da wollten sie Dancehall Tropical House nennen, so, weißt du? Ja, 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 genau. Aber so, ich finde es, ich habe auch das Gefühl, dass ganz viel gerade zerfließt, so, weißt du, also früher war das noch so, auch was so die Clubs angeht, ich meine, im Moment ja sowieso nicht, ja. Aber vor Corona hatte ich schon so das Gefühl, weißt du, früher gab es das Pitti Prince in Köln, da war halt die Reggae Dancehall Massive so, gegenüber war das Nachtrock, da waren so Headbanger mit Kutten, weißt du? Hm. Und dann ein paar Meter weiter war der Technoladen, wo irgendwelche Kiddies mit Leuchtstäben in der Fresse halt so am Zucken waren, weißt du, aber du konntest genau sehen, so der Typ hört die Mucke so und das ist der Laden dafür so und mittlerweile hatte ich das Gefühl, dass so überall alles ist so und dass sich das musikalisch auch extremst vermischt gerade so. Ja. Und ich finde es cool. So. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, die guten alten Zeiten, so, das sage ich zwar auch. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie besser gibt, sondern einfach nur anders so. Aber auf jeden Fall auch gerade, was du gerade angesprochen hast, Palme aus Plastik, auch was Raff gemacht hat, so die Produktionen, die einfach einen Dancehall-Vibe haben. So. Da habe ich für mich dann auch gemerkt, wow, so. Und plus der Rhythmik so von den Vocals so. Und die Geschichten, die dahinter stecken, bei ganz vielen Rappern, deswegen liebe ich ja auch Hip-Hop so, weil es einfach ein ganz ehrliches Genre immer schon auch war, so. Und jeder einfach eine krasse Geschichte hat, so. Und da war da natürlich auch mit, als Trettmann kam irgendwie mit seinem neuen Stuff mit Kitschkrieg, so, da war natürlich auch so, wow, ey, das kann richtig geil klingen auf Deutsch, so. Ja. Und da war auch natürlich nochmal von außen so eine Inspiration. Du hast, auch am Anfang deiner Karriere ja schon sehr stark so in diesem Hip-Hop-Deutschrap-Kosmos stattgefunden. Und ich würde auch gerne, um zu verstehen, wo du heute bist, so eine kleine Reise auch mal zurück an deine Anfänge machen und einen Blick darauf werfen. Es gibt so ein Video von dir, das ist von 1994. Da spielst du in Montego Bay in Jamaica auf einem Festival. Nimm uns doch mal mit in diesem Moment 94, wieso singst du auf Patois? Was machst du in Jamaica? Warum bist du auf diesem Festival? Ich habe keine Ahnung. Ich bin da so hingebeamt worden. So. Ich kann mich, also ich weiß noch, ich war damals auf Jamaica mit dem Arte-Team und da gab es so eine Musiksendung, die hieß Lost in Music. So. Ah ja, okay. Und da ging's über Subkulturen in Deutschland. Mhm. Da wurde dann City Walks und Concrete Jungle und ich glaube Popo auch interviewt. Und dann sind die auch nach Jamaica geflogen und wollten einfach ein großes Festival mitfilmen und mit den Künstlern in Jamaica noch Interviews machen. Und ich bin mitgeflogen als Übersetzer, so. Hm. Um irgendwie das, weißt du, und war halt dabei als Übersetzer. Wenn die Interviews gemacht haben, saß ich abends in einem Hotelzimmer und habe irgendwie mir die Videos von den Interviews angeguckt und habe das halt übersetzt, so, weil die halt keinen Patois verstanden hatten. Und dann war eben dieses Kwanzaa-Festival und ich war auch da zum Übersetzen wieder und dann war halt der Promoter irgendwie um die Ecke. Ich habe irgendwas ihm vorgesungen nach vier Guinness und so. Und er meinte, ey, cool, geh doch jetzt auf die Bühne. Es war halt echt so ein spontanes Ding. So. Aber für mich ein extrem wichtiger Moment. Weißt du, das war halt auch so der Moment, wo ich gedacht habe, ey, das ist cool. Ich fühle mich wohl auf der Bühne. So, weißt du? Du bist da ja auch auf die Bühne gegangen und du dirigierst die Band, du hast da eine kurze Speech, also mit mega viel Selbstbewusstsein und das sieht überhaupt nicht aus so wie so, das ist dein erster Auftritt oder nach ersten Erfahrungen auf der Bühne, sondern man merkt sofort, dass du da total Selbstbewusstsein hast und ja, dich auch vor die Crowd stellst als Whitey in Jamaica und das fand ich also bemerkenswert krass, wie du das da gerockt hast. Ja, ich glaube, das ist auch noch so ein Alter, wo man vielleicht auch weniger nachdenkt. Ja, so, weißt du? Genau. So ein paar Jahre später, ich weiß gar nicht, ob ich den Move da gebracht hätte oder vielleicht wäre es ganz anders gelaufen. So, ne? Diese ja. Newcomer-Dynamik, die bringt dich auch, oder diese gute Naivität manchmal einen ganzen Schritt weiter. So.
Genau. Man merkt so diese, dass du da einfach hochgegangen bist und das einfach durchgezogen hast. Das, diese Naivität ja, Mann, hat dich da geil. Irgendwie hingebracht. Das, da performst du einen Song, der heißt The Sunlight Goes Down. Und auch den gibt's irgendwie online, aber in so einer Art Jungle Drum and Bass Version. Ist das? Ach, den das, gibt's online, ja? Ja, ja. Na, das war damals irgendwie der Bassist von der Killing Rhythm Section, meiner allerersten Band, mit der ich gespielt habe, irgendwie viele Jahre. Shorty, der Bassist, und Angie, der Keyboarder, die haben zusammen irgendwie Rhythms gebaut. Und das Label hieß Digital Diamond, so. Und dann hat man da ein paar Mal irgendwie ein paar von gepresst. Und ich glaube, genau. Und Gregory Isaacs hat auch einmal gevoiced, so in der Besenkammer beim Shorty und so. Okay, krass. Und davon gab es von dem Song When the Sunlight Goes Down, genau, so ein Jungle Remix. Da hatten wir dann auch genau bei dieser Reise mit dem Arte Filmteam auch ein Musikvideo zugedreht. So. Ja, genau, da gibt das Video gibt es eben online. Das, und das ist eigentlich dieser, so das erste Musikvideo. Ja, so. Ja. Genau, und da habe ich mich gewundert, ob du vielleicht am Anfang mehr in dieser Drum and Bass Jungle Szene stattgefunden hast, aber das war nur so ein Song sozusagen. Nee, also das Jungle-Ding war ein Remix so. Ich habe das mal so eine Minute gefühlt und so, und fand das auch zwischendurch immer ganz erfrischend so, aber ich habe mich, das war nie meine Liebe so. Ich habe mich in Vorbereitung auf das Interview natürlich auch ein bisschen durch mein Plattenregal gekramt und ich glaube, ich sag nicht zu viel, wenn diese Platte hier für dich so eine Art Wendepunkt in deiner Karriere war, weil das ist Tabula Rasa mit Mellowback, Freundeskreis und eben dir. Und die ist 98 rausgekommen und hat dich in Deutschland vor allen Dingen nochmal auf den Schirm gebracht, oder? Ja, ich würde sogar sagen, das war das Sprungbrett so, ne? Das war der Entry. So vorher war halt echt Subculture, so in irgendwelchen dunklen, stinkigen, verrauchten Clubs, so mit Silly Walks und Pow Pow so. Und mit Freundeskreis, die ich ja über so eine Sound System Session kennengelernt habe, ging es halt auf so ein Level, so Touren, so Tourbus und Festivals und so. Und ich war halt nur der Dude, der diesen Chorus gesungen hatte und konnte irgendwie vor einem großen Publikum spielen, ohne selber jetzt im Mittelpunkt zu stehen. Da bin ich mega dankbar für. So. Und habe durch Freundeskreis die Fantas getroffen und bin deswegen zu 4 Music gegangen und so. Und das ist so, im Nachhinein waren das die richtigen Moves zur rechten Zeit. So, ne, mit den richtigen Leuten. Das war eine unfassbar schöne Zeit. So. Ein lustiger Funfact, den wahrscheinlich auch du nicht auf dem Schirm hattest. Ich hatte damals die kleine Ehre, dass 1997 habe ich das schon auf einem Mixtape veröffentlichen dürfen. Da habe ich das als exklusiven Track drauf gehabt. Das hat mir damals der Tommy Wittinger geschickt. Auf habt ihr sogar das Master DAT von Tabula Rasa. Die guten A-DATs, ne? Oder was? Genau. Ja, das Master, das. Ja, habe ich mich sehr gefreut, das durfte das 97 sozusagen schon mal auf dem Mixtape droppen, bevor das rausgekommen ist. Okay, krass. Ja. Ja, und das dachte ich mir, dass das auch niemand mehr auf dem Schirm hat. Das wollte ich hier nochmal anbringen. Dann gibt es noch eine rare Platte, die ich auch gefunden habe, die auch aus dieser Zeit ist. Das ist. Aber warte, du musst nochmal zurückgehen zu Tabula Rasa. Ja. Ich musste noch eine kleine Geschichte erzählen. So. Halt nochmal das Cover bitte in die Kamera. Weil wir waren in Ghana irgendwie und ich war mit Seku und Tyron, glaube ich. Wir waren zusammen auf der Veranda und haben das erste Mal seit ein paar Tagen Weed gekriegt und haben einen gedampft. So. Und waren mega high, weißt du? Und dann kam dieser Maler mit dem Bild. Ach, und wir haben uns kaputt gelacht. Das habt ihr noch mal. Wie wir alle aussehen. Okay, check mal, wie wir aussehen, Mann. Ja. Weißt du? Guck mal, wie Max aussieht. Guck dir mich mal an, wie es gemalt ist. Ja, Max ist krass. Ja. Und auch Seku sieht so verdutzt aus, Mann. Ey, das ist Legende. Das habt ihr dann aufs Cover gepackt einfach. Das war einfach der krasseste Lachflash, so, wo wir richtig Angst haben, wir keine Luft mehr kriegen und so. Als das Bild zu dem Cover kam. Verstehe. Ja, ich habe nur, das ist mal eine Platte, die habe ich auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, die habe ich noch gefunden. Das ist Gentleman und Lanity mit 11 Rastaman. Das ist eine Platte, die hast du 98 auch gemacht für die jamaikanische für das Fußballteam von Jamaika, die das erste Mal bei der Weltmeisterschaft dabei waren. Ne? Guck mal, was du alles rauskramst. So. Abgefahren, ja. Genau, da haben die sich qualifiziert, die Reggae Boys, so, und die haben einen Song dafür gemacht. So.
Und die letzte Line auf der Platte ist Emperor Selassie, we send you a Gruß. Okay, krass. Ja, ich war mir auch nicht mehr bewusst, dass ich die Platte habe. Das ist auch, glaube ich, das schwerste Vinyl, was ich besitze, weil die Platte ist gefühlt ein halbes Kilo schwer, die ist total dick. Da könnte man irgendwie noch 4 andere Platten rausschneiden. Ja. Und dann, also 800 Gramm Vinyl oder was? Ja, genau, so ungefähr. So fühlt sich das an. Und dann war es gar nicht mehr lange hin, dann kam dein erstes Solo-Album. Wie war das für dich, als du dann das erste Mal so ein eigenes Album in den Händen gehalten hast? Ich glaube, da ist viel passiert in der Zeit, was ich so gar nicht wahrgenommen habe. Ja. Ich glaube, wenn das so losgeht mit jetzt ist ein Album draußen, jetzt gibt es so Interviews, auf einmal hat man einen eigenen Tourbus so. Ja. Und das Touren wird mehr, das ist so eine Phase, wo man so anfängt zu schwimmen und so ging es mir irgendwie und ich habe, glaube ich, so das gar nicht so bewusst wahrgenommen, was da passiert, so, weil einfach auch so viel dann so schnell passiert ist. Mhm. So. Aber es war natürlich ein besonderer Moment so, ne? Und was ich halt auch, wo ich extremst dankbar für bin, ist das 4Music, so, dass sie auch gesagt haben, guck mal hier, flieg nach Jamaica, mach da ein Album und komm wieder zurück. So, weißt du, das war halt auch so ein Trust. So. Und es war teilweise auch so anarchisch und das waren so die Anfänge auch in Kingston. Also ich verbinde da mit dem Album einfach auch eine ganz intensive Zeit. Und dann aber auch auf der anderen Seite die Hip-Hop-Einflüsse, so massiven Töne sind da drauf. Und Melly Skills und Mass so. Genau. Und ja. Afrop, so, weißt du, und Max. Und das ist so, war halt auch die FK All-Stars-Zeit. So, ne? Also es war. Ja, da fing das so an. Und das war so der Startschuss eigentlich zum Tour-Live, das Album. Verstehe. Also ich habe auch, der Hip-Hop-Einfluss war da noch stärker. Gerade mit den Features, die du gerade genannt hast, auch die Beats waren dann teilweise noch eben Hip-Hop-Beats. Und warst du da in so einer Phase, wo du entscheiden musstest, welche Richtung ich jetzt weitergehe? Ob du weiter in diese Roots-Dancehall Ecke gehst oder auch mehr die Hip-Hop-Sachen machst? Hat sich das da so ein bisschen entschieden? Wo nee, weil hingeht? Für mich beißt dich das gar nicht so. Für mich hat beides denselben Vibe. Also, ne, ist auch gerade was Dancehall und Hip-Hop angeht, irgendwie gibt es ja echt viele Parallelen. Und ich habe bei vielen Alben gedacht, so vorher oder geplant, ich mache jetzt mal ein reines Roots-Album. Nur mit Analog-Equipment und so und richtig Neve-Konsole und so wie Journey to Jah. Und dann kommen auf einmal so Dancehall-Beats um die Ecke, wo ich denke, boah, es kickt mich total weg. Und ich kriege gute Ideen drauf. Und irgendwann denke ich mir meistens so, komm, ey, it's all about music. Und deswegen war eigentlich auf jedem Album auch eine gewisse Versatility so. Ja. Wobei ich mir oft auch gewünscht hätte, mal so ein Dancehall-Album zu machen, kompromissloses, oder ein Roots-Ding so. Aber anscheinend, ist nicht so passiert. Ich würde, gerade weil du auch die Dancehall- und Roots-Geschichten ansprichst, jetzt mal ins Jahr 2004 einen kleinen Zeitsprung machen. Da ist Intoxication rausgekommen und das war für dich ja auch nochmal ein Wendepunkt in deiner Karriere, so habe ich es verstanden, weil du da das erste Mal international Erfolg auf einem ganz anderen Level hattest. Also das war in Jamaica ein Hit, der Song, und auch international wurdest du da nochmal anders wahrgenommen. Ja, es war halt damals noch stärker als heute irgendwie Dance a Yard before you dance a Brat, so, weißt du? Und wenn in Jamaica ein Song gut funktioniert, so, dann ist halt auch Costa Rica am Start und New York irgendwie und dann ist irgendwie die Welt so offen in der Reggae-Fraternity, so. Und das ist halt mit Intoxication passiert, zumal der Rhythm, auch Job Leaf, war einfach international auf jedem Mixtape drauf, so. Und dadurch wurde so ein bisschen der Katalog entdeckt und dann fing es halt an, dass wir irgendwie in Südamerika getourt sind und in den USA und auch in Afrika und so. Und das fing mit Intoxication an, das war vorher nicht so. Vorher gab es mal eine Show in Polen, glaube ich, irgendwie und auch in Spanien, aber so im Caribbean, Afrika und Südamerika, USA und so, das kam mit Intoxication. Das war auf jeden Fall so der Türöffner. Das ist also das lief dann auch in Jamaica richtig im Radio, ne? Das ist von Don Corleone produziert und der Drop Leaf Rhythm, wo dann eben auch andere Artists den Rhythm gevoiced haben. Und aber deiner war eben einer der Tunes, der da heftig rotiert ist. Ja, das war in Jamaica auf jeden Fall ein Hit so. Und über das Radio ist es dann eben überall
hingeschwappt. In die Welt und die Leute gegangen, haben sich deinen Backkatalog auch auf einmal angehört. Ja, ich glaube, durch den Song sind viele auch auf Superior aufmerksam geworden und auf Dem Gone und Sachen, die davor irgendwie gevoiced worden sind. Und, aber auch so, da fing halt das auch mit Don an, weißt du, dass ich mit dem Song, wir haben halt irgendwie da das erste Mal zusammen gearbeitet und das Ding ging tierisch durch die Decke und dann ist es halt irgendwie, liegt es auf der Hand, dass man weiter zusammenarbeitet und das war auch so der Anfang in der Zusammenarbeit mit Corleone und so, ne, dass man irgendwie immer wieder mal für ihn gevoiced hat und dann hat er das ganze Diversity-Album produziert. Und jetzt auch bei Blaue Stunde wieder und so Corleone zieht sich so ein roter Faden eigentlich durch alle Alben. So. Ja. Wie krass ist das rückblickend für dich als Dude, der da aus Osnabrück und Köln kommt, dann irgendwie mit seiner Musik im Patois weltweit bekannt geworden ist? Ja, ich weiß nicht, also es wird ja auch oft geschrieben, so der Weltstar und so, ne? Also Weltstar ist was anderes, Weltstar ist so Beyoncé und so. Und Jamaica kommt echt auch gut ohne mich aus, so, ne? Und ich hatte auch immer so diesen Exoten-Bonus, glaube ich, so, dass die in Jamaica immer so, hey, yo, it's the biggest European Reggae Artist und so. Du weißt ja, Reggae hier relativ small, so. Ja. Findet halt nicht so in den Charts statt und oder im Radio, sondern es ist immer noch ein Subkultur-Ding. Das stimmt. Und ich glaube, was es im Endeffekt ausgemacht hat, ist dieses viele Touren auf großen Festivals überall auf der Welt gespielt zu haben. So. Aber es erfüllt mich mit Dankbarkeit, weißt du, so dass dieses Wissen irgendwie, wenn du für was brennst, so, dann passiert auch irgendwie was damit. So. Und dass es jetzt auch schon so viele Jahre geht, weißt du, so dass ich das immer noch liebe und immer noch tierisch Bock drauf habe und noch viele Ideen habe. Und auch, dass man, was wir gerade gesagt haben, so, ey, guck mal, du siehst genau aus wie vor 15 Jahren, dann meintest du so, ja, the music keeps us fresh and young, so. Und ich glaube, es ist aber auch so dieser Aspekt, dass du immer wieder von Null anfängst und du weißt nie, was passiert, so, mit jedem Song, mit jedem Konzert, mit jedem Album, mit jedem Interview, so. Ja. Das ist immer wieder so, ist halt immer wieder was anderes, so. Und deswegen bin ich halt mega froh, so den Weg auch gegangen zu sein. Das ist, wenn, was ich so, ne, das ist auch international, dass ich so viele Menschen und Orte sehen konnte mit meiner ganzen Truppe irgendwie über die letzten 15 Jahre. Jetzt haben wir einen Riegel vorgeschoben bekommen, aber so, das erfüllt uns halt mit Dankbarkeit. So. Das ist krass, gerade eben, wenn man so wenn man in die Anfangszeit zurückschaut und so die ersten Steps von dir sieht und was das für eine krasse und eben auch lange Reise ist und für eine langlebige, einzigartige Karriere, da kann man eben nur den Hut ziehen und auch dankbar sein, was du wahrscheinlich eben alles in deiner Karriere erleben durftest. Du hast mit vielen jamaikanischen Artists auch zusammengearbeitet, mit Beanie Man, Bounty Killer, Sizzla, Shaggy, Sean Paul. Ich glaube, man kann noch viel, viel mehr aufzählen. Gab es einen, der dich da besonders berührt hat, dass du mit dem zusammenarbeitest, weil du früher eben das eine große Inspiration für dich war? Eigentlich jeder, den du aufgezählt hast, so, und auch die ganzen anderen Features, so, ne. Ich glaube, ein ehrlicher Feature kommt sowieso nur dann zustande, wenn man sich gegenseitig inspiriert hat, so, und aufeinander aufmerksam geworden ist, oder wenn es so einen musikalischen Respekt gibt. Und das ist, für mich ist auch echt immer wichtig, so, man muss die Person auch fühlen können, so, weißt du, weil so einen Song zusammen machen ist schon was sehr Intimes, so. Und die Vibes müssen einfach stimmen, so. Und mit jedem, mit dem ich einen Song gemacht habe, waren coole Vibes, so, weißt du? Und Inspiration sowieso. Deswegen das jetzt auf einen zu reduzieren, mir den anderen ungerecht gegenüber. Ja, okay. Das ist einfach auch ein mega Lernprozess, so, mit so vielen verschiedenen Künstlern gearbeitet zu haben, so, ne? Natürlich ist so, wenn man ein ganzes Album zusammen macht, dann entsteht eine Freundschaft auch, so wie mit Kimani. Weißt du, wir telefonieren immer wieder auch noch und so und sind einfach deep connected, so. Und mit Richie Stevens auch, weißt du, mit Jack Reddick, so, es gibt so viele, wo es einfach über die Musik dann hinausgeht, wo man auf einmal mit den Families abhängt, so, und einfach ein tiefes freundschaftliches Verhältnis sich entwickelt hat und so. Und dann, wenn man dann auch wieder Mucke zusammen macht, dann weiß man auch, wie der andere funktioniert und so, und es ist irgendwann float ist, so, und das ist ein schöner Vibe. Ja. Sind das alles Songs, die ihr auch immer zusammen aufgenommen habt in einem Studio in Jamaica, oder
sind schon. Ja, ich sag mal zu 90%. Es gab bestimmt auch mal irgendwie, wenn ich jetzt als Gast irgendwo Feature war, hatte ich auch schon oft meine, bei Anma zum Beispiel, da habe ich meine Vocals hier aufgenommen und die zu Jan geschickt und so. Bei vielen Features habe ich das so gemacht, aber bei den Albumproduktionen war es mir immer wichtig, so mit jedem auch im Studio zu sein. Was sind jetzt so die nächsten Ziele nach Blaue Stunde? Touren kannst du nicht. Du sagst, dass die ersten englische Songs nimmst du jetzt schon wieder. Das ist halt das Ding, was sind die nächsten Ziele? So, ich glaube, die Ziele sind mal vielleicht keine Ziele zu haben, weil wir können echt nichts planen. So. Ja. Also ich habe einfach viel Raum gerade für Sachen, für die vorher kein Raum war. So, ich kann so vielleicht auch mal jetzt Bücher mal zu Ende lesen, auch mal ein bisschen runterkommen, mal reflektieren, so neue Sachen hier aufnehmen bei mir im Studio und so. Aber ich merke schon, wie ich das Reisen vermisse und das Touren vor allen Dingen. Gerade dann, wenn du gerade ein Album draußen hast und kannst es nicht touren, so das fuckt schon ab, so weißt du. Ja. Deswegen, aber ich glaube schon, dass wir da irgendwann rauskommen irgendwie und dass dann die Explosion der Lebensfreude ist und dass wir dann ja umso mehr irgendwie das Ding feiern können. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Kannst du dir vorstellen als DJ. Du hast aber dann als nächstes kommt jetzt noch Sing Mein Song. Das kommt nächstes Jahr, da bist du wieder dabei oder ist es schon aufgenommen oder wird das erst aufgenommen? Das wird noch aufgenommen. Ja. Da bist du ja auch wieder dabei, das heißt, es ist ja auch schon wieder was, wo du medial in Erscheinung trittst. Ja, das ist natürlich ein Ding, was eine unfassbar gute Promotion auch ist. So. Aber das bringt dir alles nichts, wenn du es nicht hundertprozentig fühlst. Weißt du, weil das ist eine Show irgendwie, da kannst du dich nicht so hinsetzen und mal eben so ein paar Songs singen, sondern da musst du echt auspacken. So. Und das ist für mich auch immer so ein Ding, so leaving the comfort zone. Und beim letzten Mal, also ich bin, glaube ich, dreimal angefragt worden, habe das immer abgelehnt. So. Und ich glaube, 2017 war ich dabei und es hat so geprägt. So. Und es war, ist einfach auch schwer in Worte zu fassen, was da passiert. Weißt du, wenn man so mit sechs anderen Dudes und Dudettes, die dasselbe Ding machen, mal irgendwie zwei Wochen an so einem magischen Ort ist, so. Und sich wirklich mal austauschen kann, so, ne, auf einem ganz anderen Level, weil die einfach alle dasselbe machen und durchleben, so, ne, da gibt's ja sonst nicht viele, so, und deswegen, als dann die Anfrage kam, war so, boah, ja, aber wie, so, ich war doch schon mal da und so, aber ich konnte es halt nicht absagen, so, ich war so, okay, makes sense, so. Fand auch die Zusammenstellung gut, weißt du, was DJ Bobo und Intoxication sind oder so. Weißt du? Das ist halt alles ziemlich geil, finde ich, was da so passieren kann. Ja, ich glaube, man kann das schon auch als Zuschauer so ein bisschen nachempfinden, was da für Sachen entstehen und wie ihr da vibet miteinander und was da eben dann daraus entsteht. Da sind ja irgendwie viele Emotionen drin. Ich finde das schon irgendwie eine coole Musiksendung, die man irgendwie im deutschen Fernsehen schauen kann. Also von daher bin ich sehr gespannt. Finde ich auch, ja. Hey, ich würde sagen, ich danke dir für deine Zeit, das ist mir eine große Ehre gewesen, dass du heute im Uptown's Finest Podcast dabei warst. Danke dir und hat mich gefreut, dich nach all den Jahren zu sehen, Mann. Ja, Mann. Hinter deinen vielen mich ebenfalls. Platten, ich hoffe dann, dass wir uns demnächst mal im Real Life wieder auf irgendeinem Konzert oder einem Festival sehen oder. Bestimmt, irgendwann geht's weiter. Ja, Mann. Danke dir nochmal. Für deine Alles Zeit. Gute, liebe Grüße an André und Eva und vielen Dank. Ja. Mach ich. Hau rein. Tschüss.